So the Spartan says to the Roman, when the chips are down, the buffalo is empty. Get it? The buffalo is empty? I think you need to work on another ending for that story. Aw, come on. It wasn't that bad. An old friend of mine, Cirrus, lives in the next village. I'm gonna stop for a minute and say hello to him since we're here. I'll be right back. Gabrielle, you go ahead. I'll catch up to you in a few minutes. Okay. When the chips are down, the cow is empty. Maybe I should have used the Minotaur. Something's not right here. Und damit willkommen zu meinem Let's Play, Greenscreen beruhigt sich, Let's Play Xena Warrior Princess. Ihr seht richtig, die Grafik ist atemberaubend beeindruckend. Xena Warrior Princess für die PlayStation 1. Ja, es gibt eine etwas größere Geschichte zu dem Spiel, aber ich starte meinen Controller. Und wir spielen das Ganze hier auf einem Emulator, welcher gerade nicht eingestellt ist. Jetzt aber. Und man kann sagen, ich benutze das sogar legal. Ich habe da eine PlayStation stehen und irgendwo noch das Spiel. Aber darum soll es nicht gehen. Ich starte direkt mal mit dem Game und erkläre euch, warum spiele ich ein PlayStation 1 Spiel. Ja, dieses Spiel ist für mich nicht irgendein Spiel. Das ist mein erstes dreidimensionales, richtiges Spiel, das ich je gespielt habe, kann man sagen. Also davor gab es halt so den Windows-Shit, Minesweeper, keine Ahnung. Aber das war das erste richtige Videospiel, das ich je gespielt habe. Wir sehen, ich bin Xena, die Kriegerin. Ich glaube, sie hatte sogar mal eine Sendung auf fucking RTL. Ich weiß gar nicht, wie heißt die? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir ein wenig fragwürdig gerade. So. Ich kann mich noch ein wenig erinnern an gewisse Dinge, welche hier war. Da zum Beispiel so ein Trank, oder? Na, man muss wissen, ich habe das... Ich hatte es Jahre nicht mehr gespielt. Habe es erst neulich wieder ein bisschen angezockt. Und wir scheißen an der Stelle mal auf den Trank. Okay, wir sollen schnell dem Pfad des Oebelus folgen. Und dann sollen wir nach Piraten auf dem Weg schauen. Mal schauen, was tun wir überhaupt. Wir haben es ja rauchen sehen hier in der schönen Background-Story. Wir sind Xena die Kriegerin und an der Stelle muss ich sagen, es wird mir recht egal sein, wie das Projekt hier, oder habe ich gar nicht bemerkt, wie das Projekt hier ankommen wird. Ich werde es durchziehen. Das ist einfach ein Herzensprojekt und es ist da abgehauen. Aber ich will ihn mit der Scheibe killen. Wie renne ich nochmal? Okay, ich will ihn mit der Scheibe killen. Das ist mir gerade ein wenig wichtig. Ja? Jetzt ist er weg. Ich hör Schritte. Ich höre doch irgendwo Schritte. Na? Ist er wieder abgehauen? Wo ist denn der Typ hin? Hallo? Ah, da ist er. Halt, nein! Aha! Ich habe ihn mit der Scheibe getötet. So, da ist er. Die ist übrigens fucking One-Shot. Also diese Scheibe ist schon krasser Motherfucker. So. Ja, das Chakram, so heißt es. Okay, dann konnte ich mich ja noch recht erinnern. Okay, wir gehen hier ich will nicht Brücke sagen, den Pfad des Ubilus oder was auch immer lang. Und hier müsste irgendwo was kommen. Hinter diesem Baum, glaube ich, oder? Na, ich höre auch ein paar Steps. Hey, da ist ja ein Schlawiner. Dem hauen wir gleich mal auf die Phrasen, yo. Den Piraten. Ich finde das Character Model Design ist unglaublich schön. Ja. Ja, die ersten 3D-Spiele waren wirklich wunderschön. So ein paar Polygon-Teile sind schon, können schon mit etwas Fantasie eine reizende Frau veranschauen. Und ich kann übrigens auch springen. Das ist super. Ich kann auch trinken, das kann ich mal tun. Haha, another phrase, yo. Au. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Grundschulalter mit meinem besten Freund im Keller gehockt und Xena gespielt. Also, naja, Xena haben wir seltener gespielt, eher halt Multiplayer-Titel, was man halt so macht, wenn man zusammenspielt. Ja, das ist eben mal ein Tank, jetzt kommt sein Bruder anscheinend hier, in Rot.
Ja, ja, ist kein Problem für Xena. Die ist nämlich ein harter Motherfucker. Schaut mal, Wasserfall. Lass uns da hingehen. Ich glaube, da ist ja ein Trank. Was ein Wunder. Ich kenne das Spiel noch ein bisschen, ne? Ich kenne es noch ein bisschen. Das ist schön. Das erfreut mich. Ja, ja. Ich glaube, mehr als das erste Level hatte ich gar nicht mehr gespielt. Also, nach dem ersten Level bin ich wirklich auf... Boah, wann habe ich das gespielt? Ich glaube, da war ich... Ich war auf jeden Fall in der Grundschule, habe ich die Playstation bekommen. Müsste mal schauen, welche Modelle rauskam, die erste. Ich glaube, die kamen doch mit dem Gamecube oder mit dem N64. Ich glaube, mit dem N64 zeitgleich. Ja, ich kam dann erst später in Richtung Nintendo. Ich sollte vielleicht... Oh, warte, ich erinnere mich an eine Combo. Gerade. Ich erinnere mich an eine gewisse Combo. Ups, Alter. Was war das? Eine gewisse Combo, da konnte sie sich so drehen. Moment, man irgendwie treten und... Ah, genau das meine ich. Haha. Das ist ziemlich cool, vor allem der Schrei von ihr. Ja, er macht mich schon ein bisschen an. Ja, ja. Cirrus, what's going on? Xena, my friend. Barbarians are destroying our village. And they're looking for... Cirrus. Das ist richtig geil. Someone is going to regret this. Ach ja, schön, schön. Das ist doch schon ein bisschen Arcade-mäßig hier. Okay, das war das erste Level. Links unten sieht man uns mal... Na okay, das sollte jeder mitbekommen haben. Da unten ist die Schadensanzeige. Ja, wir haben schon ein bisschen was abbekommen, aber hey, ich bin auch eingestaubt in dem Game. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bekomme die PlayStation-Symbole angezeigt und hab den Xbox-Controller. Ich glaube, Kreis war... Ah ja, Kreis war B. Okay, das ist ziemlich super. Okay, Level 5, wo kommt das denn her? Okay, ein bisschen neugieriger war ich schon. Aber es ist auch ein bisschen her. So, Trouble in Oberlus. Ach, da sind wir durch das Tor wahrscheinlich gelaufen. Jetzt sind wir hier. Hier geht wohl die Hölle gerade los. Sie geht los, weil... Ja, okay. In die Phrase, yo! Damit wird das Feuer eröffnet. Hey, yo! Irgendwie ist das Lauf noch ein kleines bisschen buggy. Aber ist ja kein Problem. Okay, wir sollen die Geiseln befreien, retten, was auch immer mit unserem Chakra. Help me! Ich helfe dir, mein Freund. Wo bist du hin? Hä? War da nicht eben ein Typ? Moment. Nee, okay, Ich hab den Pfosten für einen Menschen gehalten, der einen anderen Menschen... Ah, schau mal, da haben wir sie, ja? Den könnten wir natürlich anders befreien. Machen wir aber nicht, weil wir ihn dann nicht befreien, sondern töten. Das wäre ja unangenehm, nicht wahr, mein Freund? Hahaha, voll in die Fresse. Hi, was ist denn da? Das geht schnell. Okay. Ja. Manche Schreie finde ich echt wunderschön. Okay. Ah, Hallöchen, mein Freund. Auf dem Rückweg. Auch schön. Okay, die Kamerasteuerung ist noch ein bisschen im Arsch, aber so ist das ja bei den alten gerade... 3D-Spielen, natürlich. Sieht man auch oft in Super Mario 64. Ja, ja. Hallöchen. Wer möchte mich denn da... verprügeln? Ich habe einen Kriegsschrei gehört. Niemand hat sich gemeldet. Es ist tragisch. Aha, schon mal, hier haben wir so ein Power-Up. Das ist auch ziemlich super. Ah. Das ist cool. Ach, das ist ein neues Chakram. Okay. Chakram ist übrigens ein sehr toller Begriff für eine Scheibe, die Menschen tötet. Ja, ja. Okay, hier haben wir nochmal eine Erklärung, die wir natürlich brauchen als Pro-Gamer. Ich glaube, irgendwo in dem Busch gab es noch was. Hier in dem Busch bestimmt. Hier rechts, hier links, glaube ich. Da. Steuerung vor der Wind. So, hä? Hier ist gar kein Busch. Okay. Dann halt nicht. Okay. Gönnen wir uns hier mal. Voll in die Beine. Was denkt ihr denn? Ah, ich glaube, ich sollte mehr mit dem gleichen Knüppel? Nein. Mit dem ich auch laufe. Die Kamera steuern. Und auf dem Rückweg? Jawohl. Oh. Sie leider auch. Das ist tragisch. Tschüss. Ach, die hat sich einfach in Luft aufgelöst. Sie hat den Spock gemacht. Ups. Ich glaube, man kann auch brennen in dem Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Ich komme gerade nicht ganz klar. Ist das eine Sache? War das gerade ein Bogenschütze? Irgendwo? Dieses Chakra macht echt Spaß, ohne Witz. Warum gibt's sowas nicht mehr? Help
In keinem Spiel gibt es einen fucking Chakram, ne? In keinem. Oh, das sind ganze Berge. Ups, wir geben mal einen Fick auf die Bogenschützen, die treffen eh nichts. Ah, es ist übrigens Sache, Leute. Das wird nicht das ganze Let's Play so laufen, ganz sicher. So, in deine Phrase. Okay, jetzt sind meine restlichen Versen eh scheißiger. Ich glaube, wir können mal diesen Wagen kippen. Hehe. Ah, das hat ein bisschen was von Need for Speed. Vor allem Need for Speed Carbon. La 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 la. Na? Oh, trag. Oh, das ist sogar Blutpartikel. Ich muss nochmal sagen, Props an meine Eltern, ich habe das in der Grundschule gespielt. Aber Hauptsache bei Ballerspielen war es immer so richtig anti. Ja? Haben sie voll auf mich aufgepasst. Aber das, ja, das geht ja klar. Das ist ja nur mittelalterlich. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen Geschichte lernen. Ja, ja. Okay. Ich habe irgendeine tolle Attacke bekommen. Das ist toll. Das sieht mehr nach einem Schild aus. Ich glaube, es ist ein Schild. Ja, ja. Da bin ich auch zufrieden. Ah, schau mal, hier war der linke Busch. Ich glaube, den meinte ich. Das ist super. Jetzt habe ich den. Das gefällt mir. Können wir hier... Ach, perfekt. Wow, war das ein Messer? Wird hier mit Messern geworfen? Oh, ich erinnere mich. In diesem Spiel gibt es Schlüssel, die man suchen muss. Oh, es gibt Schlüssel, die man suchen muss. Und manchmal findet man diese Schlüssel nicht, aber wir haben gerade mega Glück. Das ist krass. Ich habe das Ding gerade für eine Schriftrolle tatsächlich behalten. Aber manchmal gibt es wirklich Passagen, da suchst du den Schlüssel und findest ihn. Das ist tragisch. Aber das ist halt auch so ein bisschen typisch für die alten Spiele. Hab halt irgendwie einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Ob das schlecht ist, spalten sich die Meinungen auch. Ich glaube, rückblinkend ist alles super in den alten Spielen. Ja, ja. Okay, das zweite Level ist schon bestritten, oder? Aber es war natürlich wichtig, dass ich nochmal durchlaufe, ja? Weil sonst... Okay. Mir hätte es eh nochmal passieren können, dass ich irgendwie auf dem Weg nicht dieses Tor sterben würde. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Okay, wir kommen in Level 3. Ich glaube, da haben wir sogar den ersten Bossgegner. Ja. Den haben wir. Das geht ja schnell wie am Schnürchen. Denn Schnürchen gehen schnell. Ja, ja. Schnell wie am Schnürchen. Irgendwas war falsch. Naja. Okay. The Pirate King Pactos. Ah ja, der King. Ja, der Boss-Gegner. Wir haben eine Schriftrolle, die uns erklärt, wie wir das Spiel spielen sollen. Obwohl wir das gar nicht brauchen, aber ich nehme es halt trotzdem. So, you must seek high ground before you can break through the gate. Through the gate, meine ich. Ja, high ground. Ich sehe schon. Schaut mal da. Moment. Da! Haha! Da ist was oben drauf. Und ich erinnere mich noch voll und ganz, was da drauf ist. Aber das ist eine tolle Sache. Ich meinte vorhin, das erinnert mich ein bisschen an Need for Speed Carbon. Also nicht das Spiel, aber die Aktion mit dem Wagen. Und meine ich die, wer das gespielt hat. Du kannst zum Beispiel in so einem Wasserturm umfahren, dann tötest du ganz viele, also tötest, crashst ganz viele Cops damit. Und hier haben wir eine Jump-Run-Passage. Ob ich das gut finde, ist jetzt mal hingestellt. Denn... Ich glaube nicht, dass das irgendwie was zu suchen hat in diesem Spiel, ein Jump'n'Run. Aber okay, ich erinnere mich, es gibt, glaube ich, einen Doppelsprung. Irgendwie. Wir werden herausfinden. Bestimmt. Ja, ja. Okay, dann laufen wir jetzt durchs Wasser. Ah, hier können wir hoch. Das ist super. Ach, schau mal, die Kamera ist rausgezoomt, ja? Ist ja fast gut. Okay. Wir bekommen das hin. Wir bekommen das wirklich hin. Seht ihr den Hai da? Da links oben. Den besuchen wir. An den erinnere ich mich auch. Dieser Hai hat nämlich was ganz Besonderes. Ah, nein! Okay, zurück zu diesem Hai. Ja? Als Kind, das dieses Spiel spielt, ist man recht neugierig. Und dann denkt man sich, hey, ich kann diese Schnur da zerschneiden. Komm, ich kann doch bestimmt auch den Hai durchschneiden. Ein paar Mal. Wenn das halt nicht funktioniert, dann machst du es halt nochmal, nochmal. Bis du wirklich 100% davon überzeugt bist, dass es nicht funktioniert. Und dieser Hai hat etwas Besonderes. Ich werde es euch zeigen, nachdem ich diese Jump'n'Run-Passage geschafft habe. Ja, ja. Ein sehr schön gesetztes Feuer hier. Ja, ja. Aber ich finde, also, es ist grafisch natürlich Rotze.
3D-Spiel technisch mäßig gesehen. Aber so vom Setting finde ich es eigentlich nicht schlecht. Also, Setting-mäßig finde ich das echt schön. So die Atmosphäre, die aufkommt. Feuer, eine brennende Stadt, in der du kämpfst. Das ist schon ziemlich super. Aber gut. Eine verlässliche Meinung von mir über das Spiel kann man sich nicht... Warum sollte ich überhaupt eine Meinung über das Spiel den Preis geben? Das spielt eh keiner außer mir. Oder andere Menschen, die das Spiel ewig nicht mehr gespielt haben. So, wir haben es fast geschafft. Halleluja! Warum Jump'n'Run-Passagen? Okay, ihr seht diesen Hai. Er ist wunderschön. Und wir schlagen ihn mal in die Oh! Sogar beim ersten Versuch. Schaut mal, eine Makrele. Schau mal, eine Okay, Piratenflagge akzeptiere ich auch noch, ja? Wenn ein Schiff untergeht, kann so ein Hai das schon mal fressen, ja? Säbel, ja, es geht. Anker, ja, der passt da wirklich rein. Ja, das sind Dinge, die passen da wirklich rein. Und noch eine Flagge. Das sind zwei Schiffe und ein Surfbrett. Okay, da eskaliert es dann ein wenig. Ein fucking Surfbrett. Schön. Man ist den Surfer für gewöhnlich, nicht das Brett. Okay. Das Feuer brennt hier akustisch ein wenig sehr penetrant. Und diese Jump'n'Run-Anlage war, glaube ich, auch nicht allzu nötig. Aber wir werden sie durchlehen. Das ist besser als das Wasser-Jump'n'Run. Und hier gibt es kein Wasser. Das ist auch super. Und ich glaube, ich bekomme das sogar gar nicht mal so schlecht hin. Hey, ja, nein! Okay. Ich glaube, der Doppelsprung war nicht existent, aber ein kräftigerer Sprung, wenn ich drauf drücke. So, hier links ist was. Ja, was ist das? Ein Schild. Das ist gut. Okay. Das ist super. Reduziert den Schaden, den Xena bekommt. Schaut euch mal diese spitzen Brüste an. Das war doch mal geil. Irgendwann war das geil. Ich glaube so im Mittelalter. Na, noch ein bisschen später. Auf jeden Fall waren spitze Brüste mal geil. Bam! Crash! Explosion, Tod und Verderben!